Ho, 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 fröhliche Weihnachten! Ja, von mir auch! Frohe Weihnachten! Und Ezio wünscht euch, feiert Ezio auch Weihnachten? Ich weiß es nicht, er ist ja kein Christ und so. Keine Ahnung, aber es feiern ja alle möglichen Kulturen Weihnachten. Und zwar ein bisschen anders, aber ich denke schon, dass er auch in Weihnachtsstimmung ist. Er hat ja auf jeden Fall schon mal ein richtig schönes rotes Kostüm an, einen schönen roten Umhang. Könnte als Weihnachtsmann durchgehen. Ja, Ezio Weihnachtsmann! Was leider unlogisch ist, eigentlich müsste Weihnachten jetzt im März verlegt werden, weil Jesus wurde ja nicht im Dezember geboren. Ja, wahrscheinlich nicht. Ich habe doch keine Ahnung. Das wissen wir doch nicht mehr. Doch, das können wir doch nicht mehr nachvollziehen. Das Wort bewiesen, dass der irgendwann im März oder so geboren worden ist, oder April. Ja. So. Ist auch in Ordnung. Ist mir egal, wann er geboren wurde. Ja, mir auch eigentlich. Aber sie mussten ja irgendwann mal das Jahr Null setzen. Das ist ja auch nicht noch nicht bewusst, ob das Jahr Null wirklich richtig gesetzt wurde. Naja, ich bin eh... Ich glaube eher an sowas nicht. Wo sind Claudia und Maria? Wir kamen mit dem Geld zurück, aber sie sind uns gefolgt. Jetzt kriegen die auf die Fresse. Gleich ins Gesicht von Ezio. Leg, Ezio. Was? Ja, da war die Schwester doch ganz gut, ne? Was? Meine Schwester weiß, ein Messer zu führen. Sie freut sich voll. Wie eine wahre Die Schwester ist cool. Im ersten Teil ist sie so ganz kleinlich gewesen. Ja. Jetzt. Ich weiß gar nicht, darf ich da reinquatschen in diese Sequenzen? Hat sich noch nicht niemand beschwert. Also. Okay. Aber es ist, glaube ich, auch besser so, weil diese Sequenzen sind halt genau die, die so Content-ID-lastig sind. Mir ist es egal. Ich habe Ubisoft gefragt. Also daher. Du hast Ubisoft gefragt? Vielleicht hätte ich das auch mal machen sollen. Tja. Wie hast du Ubisoft denn gefragt? Einfach den Support angeschrieben. Die sagen dann so, ja, wir können keine generelle Erlaubnis erteilen, bla bla bla. Dann nimmst du einfach den Text, also die schicken dir so einen Text und den kopierst du einfach, fügst ihn dann halt bei Einspruch ein und das hilft dann. So, Gott. Also bisher hatte ich noch keinen... Vielleicht sollte ich das auch nochmal machen. Ja. Ich hatte, es kommt halt drauf an, wenn da Musik drin ist und so... Dann ist denen auch egal bei mir. Hilft auch. Oh, Schulter. Knack. Das war Sequenz 5. Das hätte ich... Der Baron Davolius. Sequenz 6. Das war ja nicht mehr viel. Leute, ich hätte dann gestern noch... Super. Ich dachte so, gestern mach mal nicht mehr, ne? Du hast jetzt eine Luigi-Dings da fähig gemacht. Eine Maschine. Welche? Ja, diese Schiffmaschine da. Feuerschieße. Voll ausgerastet. Der Panzer ist cool. Den musst du machen. Ich hasse diese Maschinen eigentlich. Ja, die Flugmaschine vor allen Dingen. Boah, ist die ätzend. Aber du musst halt wirklich darauf achten, dass du diese Leonardo-Sachen fertig machst, weil du von denen halt Sachen kriegst, mit denen du nach... Ja, die Fallschirme sind nicht so wichtig. Also dieser Kletterhaken ist wichtig. Mit denen kannst du nämlich höher klettern. Und das ist echt... Du kriegst von Leonardo so einen Kletterhaken. Der ist richtig genial. Mit dem kannst du dann endlich auch wieder dieses Sprung machen, was in Assassin's Creed 2 ging. Ach, dieser Kletterhandschuh. Ich dachte so, was? Haken? Genau, dieser Kletterhandschuh-Ding. Ja, hab das ich schon. Das ist echt wichtig. Ja, hab ich schon. Ja, hätte mir mal jemand sagen sollen. Habe ich erst ganz spät geholt. Ich habe auch schon beide Assassin-Klingen. Die waren mir am wichtigsten irgendwie. Welche? Beide Assassinen was? Die Assassin-Klingen. Beide. Ach so, ja. Ein bisschen... Oh, leck, Alter. Ein bisschen unlogisch ist das schon, ne? Deine Rüstung geht kaputt. Sie hält irgendwie alles aus, nur ein paar Bomben. Nee, was soll das? Bist du gerade am Plaza Senatori? Da ist irgendwo eine Glyphe. Ach so, hier ist ja gar kein Adlerauge. Ich wollte gerade auf den linken Analogstick drücken, aber ist ja auf Y. Revelation ist die Steuerung ein bisschen anders. Ne, hier ist nichts und ich werde das jetzt auch nicht suchen. Ja, ich habe es ja gezeigt. Also wer Interesse hat, ich habe die alle auch alle beschriftet. Ich könnte jetzt Sequenz 6 anfangen oder Da Vinci ist verschwinden. Ich glaub, das... Also eigentlich ist es ja wurscht. Ich guck gerade, das sieht ein bisschen anders aus mit diesen Kreuzen. Hatte ich da auch so ein Kreuz? Das ist Templerversteck. Solltest du eigentlich auch haben. Templerversteck, hier gibt's auch diese Abstergo-Agenten, oder nicht? Ja, Tatsache. Ich könnte auch einen Abstergo-Agent machen.
Templer-Agent. Templer-Agent. Nee. Nee, die sind irgendwie lame. Irgendwie. Mach mal lieber die Sequenz. Guck mal, wo die dich hinbringt. Wo ist die? Ja, super. Die ist bestimmt am Arsch der Welt hier. Ja, Ich sehe sie nicht. Ich sehe die ehrlich gesagt auch nicht, aber wir haben die doch eben gesehen. Ich bin jetzt ganz nah am Bildschirm. Wenn meine Augen jetzt irgendwie bluten, dann ist das egal. Ich tue alles von Abonnenten. Ach, dann geh mal zum L, zum Leonardo. Da, ich sehe es. Ich hab's auch gesehen. Das ist ja wie Ostern hier so. Such die Sequenz oder sowas. Gespielt wie Flasche leer, Alter, ihr. Genau, gespielt wie Flasche leer. Ich hab mich voll erschrocken, wo die das geschrieben haben. Geschrien haben. So, Rassist! Was Rassist? Ich hab mich gewundert. Ich hab innerlich gelacht, weil ich dachte, cool. Ist einfach so ein Gimmick. Was Tolles. Ich wusste das am Anfang gar nicht. Ich mag solche Gimmicks. Also, das gefällt mir richtig gut. Hast du eigentlich auch alle Sachen gesammelt, so Ezio Schwert, Mario Schwert und so? Ja. Gut. Ich weiß aber, glaube ich, habe das, ich habe ein paar selbst gefunden. Also in Montenegro, würde ich sagen, in Montenegro. Ja, ich habe da ein paar gesammelt. Ich habe das nachher noch nachgeguckt, wo die fehlenden sind. Ich habe die auch gesammelt. Und natürlich ganz wichtig, immer alles Mögliche ausbauen. Oh, da wirst du echt bekloppt bei. Ich weiß, ich hab ja noch einen Spielstand, da habe ich das, glaube ich, gemacht, voll krank. Blei und Granatapfel gebraut. Ideal für die Leber. Ja, Blei und Granatapfel, ich esse das nicht oder trinke nur. Die mit ihren Heilmethoden hier. Am Anfang, sie sind ganz schön alt. So, wo muss ich hin? Warum kletter ich hier hoch? Ich weiß es nicht. Aber du hast das Spiel durch, ne? Bei welchem Part hast du durchgespielt, also jetzt die Story? Die Story habe ich... Oh Gott, das muss ich jetzt mal legen. Also ich bin jetzt schon bei 140 oder so mittlerweile Parts. Aber die Story müsste ich jetzt ganz schnell mal nachgucken, Playlist. Weiß ich schon gar nicht mehr. Da ist es. Ich gucke einmal ganz kurz nach. Also ich habe 146 Playlist-Videos, das kommt aber daher, weil ich auch... durch wenige 15 Minuten so ein längeres Stück irgendwann mal. Lass dich nicht ablenken. Immer schön die Wachen töten. Die bewerfen einen immer mit Stein. Was für. Wo habt ihr die her, verdammte Scheiße? Da frage ich mich auch immer. Bei Part 99 müsste es sein. Oha, wird hier voll übel gedisst. Also ich habe um die 90 Parts gebraucht, um das Spiel durchzuspielen. Ich habe zwischenzeitlich, bin ich aber auch trotzdem rumgelaufen, habe nicht nur die Story verfolgt, sondern habe dann auch mal alles ausgebaut und meine Assassinen durch die Gegend geschickt und sowas. Dieses kleine Minispiel, finde ich voll toll, wo dann immer die Brieftaube kommt und dann kannst du die da immer hinschicken. Mich voll am Bowser Games oder so. Das fand ich ein bisschen nervig, mir ist aber im ganzen Spiel erst ein Assassin abgekratzt. Und ich hab's geschafft, meine Assassinen, also wo ich das erste Mal gespielt habe, ich wusste gar nichts, auf Level 6 zu bringen, ohne solche Missionen zu machen. Ist ja lustig. Ja, ich habe immer so Missionen gemacht und habe immer die Y gedrückt und immer A. Und ich dachte, die machen das. Na, natürlich nicht. Und dann habe ich nur Wachen mit denen getötet. Level 6. Bis mir das irgendwann aufgefallen ist. Also ich glaube, also es ist auf jeden Fall sinnvoll, die zu erweitern. Also ich bin ja mittlerweile nur noch, na gut, jetzt nicht mehr so doll. Ich spiel's ja momentan auch nicht. Mir fehlen ja nur noch die Romulus-Gräber. Hast du die noch nicht? Nee, das ist das Einzige, was ich noch nicht wirklich gemacht habe. Ich hab ein bisschen Stück oder so. Die Rüstung ist so gammel. Da krieg ich eine Rüstung? Ja. Okay. Scheiße, aber ich hab dich jetzt gespoilert, oder? Nö, das ist nicht schlimm. Ja, also jetzt bin ich am... Nö, die spreche ich nicht an. Die sieht richtig gammel aus. Mhm. Naja, das ist doch die alte Rüste von Alter Io, oder nicht? Nein, die ist kaputt. Ach, die ist richtig kaputt. Die ist kaputt, ja. Ist die in Assassin's Creed 2 kaputt gegangen? Weil da haben wir die doch auch schon gefunden. Nein, in Teil 1, am Anfang. Da, wo die Bomben dagegen fliegen. Mhm. Da ist sie kaputt. Ach so, ja. Sonst wirst du ja die ganze Zeit damit rumrennen, oder nicht? Stimmt. Die arme Rüstung. Zitorens, die Pferde sind hier auch voll dumm irgendwie gemacht. Die sind so ätzend, ich drück ständig E und dann kommt so ein dummer Pferd.
so ein dummes Pferd an und das regt mich die ganze Zeit immer auf. Also da beschwere ich mich die ganze Zeit drüber. Warum legst du dich eigentlich mit den ganzen Wachen an? Er hat mich angebettelt, ja? Mhm. Ah, da gibt's ja auch solche Gimmicks mit den Lanzen von so einer Wache, mit den Lanzen. Da kannst du irgendwie daraus irgendein Speer oder so ein Streitkolben oder so rausmachen. Ich gehört. So ein Easter Egg. Der hat's drauf angelegt. Kannst du mal bitte deine Mission erfüllen? Ja, und okay, ich reiche auf. Ausrufezeichen laufen. Er hat gesagt, ich bin fett, ja. Wie, er hat gesagt, Ezio ist fett. Ezio hat Muskeln, pure Muskeln. Der ist nicht dick. Wer ist Guck da? Mal da. Ich grüße euch auch. Ezio, ich hatte mein Weib erwartet. Irgendwie überrascht mich das nicht. Allein, ich hatte mein Weib erwartet mit dem Schwert. Ja, entschuldigung. Vom General, Baron de Valois. Cesare überzeugte König Ludwig, ihm eine ganze Armee zu leihen, um mich zu besiegen. Cesare ist ja auch so ein Depp. Wo kann ich ihn finden? Es ist nur eine Frage der Cesare, Zeit, ne? Valois am Kragen habe. Wir schlagen sie zurück. Cesare. Prinzessin Cherasa. Wir haben hier alles unter Kontrolle. Schließt die Tore! Alles unter Kontrolle, sieht für mich anders aus. Etwas Hilfe gebrauchen. Ja. Das ist auch wieder so typisch, ne? Er ist der einzige Assassine weit und breit, der irgendetwas machen kann. Die haben immer so von wegen, helft uns. Man hat das Gefühl, Ezio macht erstmal alles alleine. Du bist wie, oh mein Gott, Jesus, lasst mich! Ach, das ist die Mission. Die ist cool. Die ist cool? Okay, ich werde Schaden nehmen. Ist cool. Ah, super. Von du musst die Tore schließen. Ja, nein. Jetzt hab ich von... Lass dich nicht von denen ablenken. Lauf weg und schließ die verdammten Tore. Das sehe ich nicht ein, dass der mich jetzt gehauen hat. Ich habe keine volle Synchro, sehe ich nicht ein. Weißt du, der hat mich einmal gehauen. Ich drück X und nee. Nein. Ist nicht drin. Also ich mach das nicht auf auf volle Synchro, auf 100% Synchro. Nee, nee, ich auch nicht, aber wenn das solche 17 Scheißsachen sind, wie mach dies und da, ja, geh mal weg von mir, hier, Assassin, lass mich in... Du musst einfach die Türe schließen. Das sind so drei engen Kurbeln, die musst du kurbeln. Ich weiß, aber die kamen mir gerade alle, wow, jeez. Ey, nee, ne, das ist mir jetzt auch lange. Komm, ja. Ich werde mir kratzen jetzt Assassinen ab. Ist doch egal. Du musst die halt dann auch mal ein bisschen trainieren, aber dann passt das schon. Ey, lass mich in Ruhe. Ich will dir nur was zumachen, ja? Was für ein anderer Eingang, Mann? So. Ja. Ey, könntest du mich in Ruhe lassen? So. Ich hab das aber, glaube ich, auch nicht mit voller Synchro gemacht, weil du kurbelst und auf einmal kommt da jemand. Ey, ohne Spaß, wenn du mich nochmal schubst, ne? Ich will ihn nie wiedersehen. Gott, die kommen wieder. Na, jetzt wird er die Familie eh nie wiedersehen. Ja, ist mir egal. Selber schuld, würde ich sagen. Ja, Assassin, wie kommt man hier rein? Ne? Ey, kann ich nicht wohl lassen. Die legen das immer so drauf an, würde ich sagen. Ne? Ja. Also die Mission fand ich auch irgendwie echt so toll. Ey, Leute. Ich habe beim ersten Mal erstmal alle umgebracht und dann hieß es auf einmal, du hättest aber die Türe schließen müssen. Ich so, oh. Ja, ich glaube schon. Die Typen, die halten ja auch in der Regel. Assassin's Creed Revelation ist viel angenehmer. Habe ich noch nicht angefangen. Weil ich möchte das dann ja auch let's playen und dafür muss ich erstmal wieder meinen Platz auf der Festplatte wegen Rendern und so. So, jetzt reicht's mir. Aua. Ich guck jetzt mal hier mal, ich durchsuche mal hier, ob irgendwelche Assassinen sind. Hallo, ich wollte gucken, ob irgendwelche... Wird das dann angezeigt, wenn ein Assassin abgekratzt ist? Weiß das Bonjour, General Dalviano. Êtes-vous prêt à vous rendre? Warum kommt ihr nicht näher und fragt... Hat er gerade Französisch gesprochen? Französisch lernen. Oh Gott, ich bin so Franzose. Es könnte eure barbarische Natur... Der sieht schon so französisch aus. Dann bringt es mir doch bei. Und ich könnte euch das Kämpfen nehmen. Von dem ihr so wenig versteht. So unterhaltsam das Palaver auch sein mag, ich verlange eine Palaver. Bedingungslose Kapitulation vor seinem Ausgang. Wichtiges Wort, wichtiges Wort. Meine liebe Bianca, flüstert sie Bianca? Euch ins Ohr. Ja. Ich glaube, eine andere Braut würde widersprechen. Mio marito vi ammazzerà tutti. Ach, die schon wieder. Ich töte dich, for tutto francese.
ganz ruhig um eures Weibes willen. Ihr kennt die Bedingungen. Kommt beim Tagesanbruch unbewaffnet ins Lager. Ins Lager. Und übt ganz schön Französisch. Und da laufen sie wieder weg. Ganz Italien gesprochen. Da macht der Pezzo di merda, figlio di puttana! Das ist das Einzige, was ich mich frage, wie sie das in Italien, also im Italienischen machen, weil die sprechen da ja eigentlich alle Italienisch, oder nicht? Und das wird in allen anderen Sprachen ja so, so erklärt, dass der Animus halt nicht alles komplett übersetzen kann. Richtig. Wie machen sie das in Italien? Das ist nur Italienisch. Dann wirkt das doch gar nicht. Diese kleinen italienischen Sachen, die bei uns ja wirklich gut wirken, wenn da plötzlich so ein italienischer Wort drin ist. Ich finde, das ist voll stimmig. Ich weiß nicht mehr, ob es auf Italienisch gibt. Ich hab das nicht. Stimmt. Keine Ahnung. Los, du musst ihm hinterher. Ich bin doch schon dabei. Ich bin nicht so schnell. Die Pferde sind nicht so schnell. Was witzig ist, du stierst als Mannes Weib und versteckst dich in deiner Festung! Teil 1? Welche Sprache sprechen die denn da ständig? Nee, das meinte ich nicht. Nur ein tiefes Loch, so tief bis hinab ins Maledetto Inferno. Was hilft es ihr, wenn ihr sterbt? Wir formieren uns und greifen das Tor an, wie damals im Arsenale. Am Eingang sind mehr Franzosen als in der. Ach komm, lass Ezio da kurz rein, der macht das schon. Ich mache fertig. Sind unüberwindbar. Die sind unüberwindbar. Vielleicht ist das Ende. Das wird Ezio doch nicht abhalten, da reinzukommen. Richtig. Dieser Feigling wird ihr Leben verschonen. Perché non ci ho pensato prima? Sag dich doch. Ruft eure Männer zur Kaserne. Ich erkläre es dort. Ich hoffe, ihr habt einen Plan. Folgt mir! Natürlich, Ezio hat immer einen Plan, auch wenn er fliegt. Ezio ist Planmaschine. Mhm. Wer in Teil 1 kann Alter ihr ja nicht schwimmen, ne? Das ist so dämlich. Das liegt nicht daran, ja, ist mir egal. Es liegt ja nicht daran, dass er es nicht gelernt hat oder so. Das ist ein Bug vom Animus. Ah, das ist ein Animus-Bug? Ja. So wird okay, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte immer, dass Alter ist einfach zu dumm zum Schwimmen, aber dass es ein Animus-Bug ist. Nein. Aber es ist auch eine gute Idee. Was, Zahltag? Der muss so weit, da kommen gleich die Banditen, wenn das... Sag ich doch, da kommen diese komischen Banditen, die einen immer irgendwie auflauern, wo du immer denkst, ich will euch nicht töten. Will ich. Natürlich will ich die nicht töten. Hör auf, hier mit Sand zu werfen, der ist Maschinenbahn. Warum ist der da so weggeschwommen? Ist mir auch egal. Ich frag mich mal bei solchen Sachen. Oh, Münzen von Flat den Fehler, cool. Die bringen aber immer coole Sachen, deswegen.